Musikverbot. Was wäre Mali ohne seine Sänger? Dirndlgate, der Flirt mit dem Sexismus. Musenkuss, die Frauenbilder von Ferdinand Hodler. Wenn morgen die Sicherheitskonferenz in München beginnt, dann werden dieses Mal vor allem die Krisenherde der Welt im Fokus stehen und damit auch Mali. Guten Abend zur Kulturzeit. Deutschland will die Hilfe für den Einsatz in Mali ausbauen. Dazu gehört, rund 40 Soldaten zur Ausbildung malischer Truppen zu entsenden, damit sie die Lage im Norden in den Griff bekommen, die Islamisten dauerhaft abwehren können. Wir haben die Bilder von den Verwüstungen in Timbuktu und anderen Städten gesehen, die Zerstörungen eines Weltkulturerbes. Doch es geht den Islamisten nicht nur um das materielle Erbe. Sie haben es auf die gesamte Tradition und Kommunikation abgesehen. Und deshalb sind Musiker ihre größten Feinde. Sie nämlich sorgen in dem armen Land dafür, dass auch Analphabeten wissen, was passiert. Musik klärt auf, Musik verbindet, Musik stiftet Identität. Der Versuch, Musik zu unterbinden, ist also genauso absurd wie wirksam, um die malische Gesellschaft zu kontrollieren. Auch jetzt, wo die Franzosen sich erfolgreich in den Konflikt eingemischt haben, die Musiker Malis bekommen weiterhin Morddrohungen. Einer der berühmtesten ist Bassekou Kouaté. Und er wehrt sich jetzt mit Musik. Antje Drinnenberg und Mieke Friedrich. Es ist nur ein Lied, das derzeit durch die Straßen von Bamako hallt. Doch die politische Botschaft, die es vermitteln soll, ist klar. Djamako, Leute, kommt zusammen, egal welcher Schicht oder Religion ihr angehört. Bassekou Kouaté hat es geschrieben, um die Menschen in seinem Land zusammenzuschweißen und dem radikalen Islam die Stirn zu bieten. In seinem neu produzierten Musikvideo feiert er das tolerante, offene Mali, das es zu schützen gilt. Das tut mir weh, wenn ich zusehen muss, wie mein Land sich teilt. Es schmerzt mich, wenn es meinem Land schlecht geht. Wir wollen das nicht. Alle meine Kollegen, Freunde, Künstler sind nach Bamako gekommen, haben ihre Familien in ihrer Heimat verlassen, um sich nun in kleinen Wohnungen, wie hier in der Schule oder in kleinen Appartements, einzurichten. Das ist nicht gut. Kouaté, einer der einflussreichsten Musiker Westafrikas, wollte sich eigentlich nie politisch engagieren. Doch seit dem Putsch im vergangenen Jahr ist alles anders. Damals war er mit seiner Band im Studio, um sein neues Album aufzunehmen. Der Strom fiel aus, Hiobsbotschaften erreichten die Musiker. Musik hat in der malischen Gesellschaft eine zentrale Funktion. Sie ist wie eine gemeinsame Sprache und verbindet so die vielen verschiedenen Ethnien. Gibt es Streit, wird ein Griot, ein Lobpreissänger und Streitschlichter wie Kouaté gerufen. Denn Griots genießen großen Respekt. Singen, Musik machen, das ist unsere Botschaft. Um noch mehr schnelle weltweite Hilfe zu bekommen, um die bewaffneten Banditen zu vertreiben. Die sind gerade dabei, unsere Kultur zu zerstören. Alles, was unsere Eltern und Großeltern während mehrerer Jahrhunderte aufgebaut haben, das alles wollen sie zerstören. Das ist doch nicht normal. Das ist, als wenn man jemanden in die Hölle bringt. Gott hat das niemals verlangt. Bassekou Kouaté spürt als Griot eine besondere Verantwortung auf sich lasten. Er kommt aus der ältesten Griot-Familie des Landes. Sein Urahn sang schon im 13. Jahrhundert. So hat Kouaté etwas zu sagen in Mali, nicht nur seinen beiden Söhnen. Mehrmals die Woche erzählt er ihnen die Geschichten seiner Vorfahren, so wie es schon sein Vater getan hat und seit Jahrhunderten in Mali in vielen Familien Tradition ist. Die Historie des Landes wird von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Griots sind die Bewahrer der Vergangenheit, das kollektive Gedächtnis. Ein wichtiger Aspekt in einem Land, in dem die Analphabetenquote deutlich über 60% liegt. Das Herz Malis ist die Musik. Die Griots sorgen dafür, dass es schlägt. In Mali kann man keine Hochzeit ohne Musik feiern. Man kann keine Taufe ohne Musik machen. Man kann kein großes Fest ohne Musik machen. Du kannst nicht mal Fernsehen ohne Musik. Wenn das jemand beenden will, dann ist das, als würde man Mali die Lebensader abschneiden.
Um den Leuten in seinem Land Mut zu machen, hat er kurzerhand den Titelsong seines neuen Albums umgeschrieben. Jamako, kommt zusammen. So lud er Malier verschiedener Schichten, Religionen und Ethnien zu einem gemeinsamen Musikvideo ein, für das kastenorientierte Mali eine absolute Neuheit. Doch die Unsicherheit war manchen Gästen anzumerken. Die Arme der Rebellen reichen bis nach Bamako. Einige von ihnen haben schon konkrete Drohungen erhalten, so wie Mani Ansar, der Leiter des berühmten Festival au Désert, das in diesem Jahr als Friedenskarawane durchs Land ziehen sollte. Er will Basseku helfen, doch wollte er auch das Fest so schnell wie möglich wieder verlassen, aus gutem Grund. Ein Freund von mir ist Musiker. Sein Name ist Ahmed. Er wohnt in Kidal. Eines Tages ist er aus dem Haus gegangen und als er zurückkam, hat er gesehen, dass es brennt. Seine Schwester hat ihm gesagt, da waren maskierte Männer. Und ich soll dir ausrichten, wenn du nochmal Gitarre spielst, hacken sie dir die Finger ab. Die Botschaft ist eindeutig. Ja, ich habe Angst, aber ich werde nicht aufhören. Und doch mussten Mani Ansar und seine Kollegen die Friedenskarawane vorerst absagen. Zu groß ist noch das Risiko. Im Namen des Islam werden tagtäglich Menschen, vor allem Musiker, eingeschüchtert. Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Einer der wichtigsten Imame des Landes ist Usman Haidara. Er hat Millionen von Anhängern, ist in Mali ein beliebter Mann und gibt selten Interviews. Uns gewährt er ein Gespräch und findet klare Worte. Der Islam hat niemals die Musik verboten. Wenn Mohammed getanzt hat, dann kamen Millionen von Menschen. Wenn man einen Vers im Koran fände, der sagt, Musik sei verboten, ja. Aber sowas gibt es nicht. Im Koran gibt es keine Verse, die Musik verbieten. So etwas existiert nicht. Mali hat mit Musik begonnen und wird mit Musik enden. Voilà. Die aktuelle Lage im Land und die Erfolge der Franzosen lassen hoffen, dass die Musik in Mali weiterhin ihren wichtigen Platz behalten darf. Doch selbst wenn der Staat bald ganz befreit sein sollte, der Konflikt im Norden hat die Spannungen zwischen den Völkern im ganzen Land verstärkt. Es gibt so viele verschiedene Ethnien in unserem Land. Jeder hat seine eigene Musik, seine eigene Kultur. Und ich habe diese Party veranstaltet, damit wir alle zusammenkommen. Denn ich sehe jetzt, dass es ethnische Probleme gibt, die auf Mali zukommen. Das ist nicht gut für unser Land. Deshalb habe ich dieses Lied geschrieben, um die Solidarität unter uns zu stärken, damit wir wieder die Gemeinschaft aller Völker sind, die wir vorher waren. Außerdem gilt es, die Tradition der Griots zu retten. Ohne Musik reißt ein jahrtausendealtes Band, das die Gesellschaft verbindet. Musik ist bei uns wie ein Medikament. Ich bin über meinen Vater hinausgewachsen und ich möchte, dass auch meine Kinder über mich hinauswachsen dürfen. Im Moment sieht es so aus, als dass sie über mich hinauswachsen dürfen. Ja, sie werden es tun. Das ist sicher. Es ist dem Griot nur zu wünschen. Morgen spielt er übrigens in Karlsruhe, am Samstag in Zürich und am Sonntag in Bern. Die UNESCO will den kulturellen Wiederaufbau von Mali offensiv unterstützen. Man müsse den Menschen in Mali helfen, eine neue Seite in der Geschichte des Landes im Geist nationaler Einheit zu schreiben. Die UNESCO werde keine Mühen zur Rettung von Mausoleen, alten Handschriften oder Gräbern in Timbuktu oder Gao scheuen.